Ja, dann starten wir mit leichter Verzögerung unsere Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig hier am Samstagmittag. Anstoß ist um 13 Uhr und ich darf hier immer auf dem Podium unseren Cheftrainer Karel Gerrards begrüßen und würde damit dann auch die Fragerunde eröffnen. Heute beginnt Andreas Ernst für die WAZ. Seit heute Morgen ist ein neuer Spieler da. Was kann Soppi, wie wollen Sie ihn einbauen und oder wie willst du ihn einbauen und ist er schon ein Thema für die Startelf am Samstag gegen Braunschweig? But first of all, I'm happy that Brandon is there. I think we were looking already a longer period on the right side to have a more offensive profile. We have with Cedric Brunner and with Henning Matriciani two more defensive profiles. So we were looking to have someone who can also attack more forward. And I think with Brandon, we have that profile now. Of course, he just arrived today, this morning. He made the training with us. He will make the training tomorrow, and then I will see in which shape he is for Saturday. Yes, I had already a good conversation with him to feel where he is. So, I'm happy that he is there. Ja, als allererstes ist sehr, sehr glücklich, dass Brandon jetzt hier ist. Sie haben länger auf der Position geschaut. Wichtig war es, ein offensiveres Profil zu haben, dass Hedy und Henning eher defensiver aufgestellt sind. Er hat heute direkt mittrainiert, wird natürlich auch morgen mit der Mannschaft trainieren. Ist ja gestern erst angekommen. Der Trainer hatte schon ein sehr gutes Gespräch mit ihm und wird dann schauen, wie es für Samstag ausschaut. Frank Leschinski fürs Medienhaus Bauer und die Recklinghäuser Zeitung. Wie ist generell die Trainingssituation und die Personalsituation? Sind alle Spieler fit? Mit Dienstag oder Mittwoch war es ja ungewöhnlich. Es waren ja alle Spieler eigentlich da, auch die Langzeitverletzten, haben schon ein bisschen was machen können. Yes, I think, I don't think, I'm sure we have no more injured players in this moment, so almost the whole squad is available and fit. We only have Leo Greimel and Hassan Udraogo. For the moment they are already a long period out, so they are, I think, both in the last part also of their recovery, so they will come back also very soon, I hope. And then, yeah, we don't have more problems in this moment with injured players, so a lot of choice. Ja, die Personalsituation sieht sehr gut aus. Es sind alle da und fit. Ausnahmen Hassan Udraogo und Leo Greimel, die ja jetzt ein bisschen länger raus waren und sich noch in der Reha befinden. Er hat also jetzt viele Möglichkeiten, aus denen er schöpfen kann. Andreas Ernst für die WAZ nochmal. Es ist ja ein Unterschied, ob die Spieler wirklich einsatzbereit sind, gesundheitlich, oder ob sie auch mental bereit sind für das Spiel. Was hast du denn da für einen Eindruck in dieser Woche gewonnen, nach dieser schlechten Leistung in Kaiserslautern? Yes, I think it's even more important mental than the physic. That's clear after Hamburg and Kaiserslautern. It are two games with a bad result. We can speak about one game was a little bit better than the other, but at the end, two times nil points, it's not what we want. So the mental aspect is the most important for Saturday. We need to have a team on the field Saturday was ready here to play, to win the game, not to be afraid for the pressure, to be afraid for the win. We need to have players who are strong in the mind to play on Saturday, and that I will choose these players. Ja, er sagt, es ist noch wichtiger, dass man mental fit ist nach zwei Spielen mit null Punkten. Das wollen sie natürlich nicht nochmal. Das Team auf dem Platz muss dann bereit sein zu gewinnen, darf keine Angst vor dem Druck haben, muss stark sein. Und er wird die Spieler auswählen, bei denen er den Eindruck hat, dass sie das am besten schaffen können. Max Backhaus für die Bild-Zeitung. Hallo Karel. Daran anschließend die Frage, wie hast du versucht, deine Mannschaft unter der Woche mental zu stärken, wieder auf Vordermann zu bringen? Ja, yeah, I think this week I had a lot of conversations again with the individual, with players. I had my conversations in group with the players to find out, to have some answers on questions, because I asked to my players, to give you an example, how come that last Friday in Kaiserslautern that we didn't have this Grinta? You asked me in the press conference after the game, I said I need to ask to the players. So I asked to the players, how come? So these conversations I had individual, I had with the group to find answers. And that's what I was doing together with my staff the whole week. Of course, we have the content of the training, tactically and on. But like I said before, the mental aspect
is really so important for a player. So you need to speak. It's my philosophy. A lot of conversations to listen, to give my advice, to come back, to understand each other. That not happen again. Er sagt, er hatte in dieser Woche viele Einzelgespräche, hat auch in Gruppen mit den Spielern gesprochen, die Frage gestellt, wie konnte das passieren am Freitagabend. Es war wichtig, Antworten zu finden. Er hat die Gespräche zusammen auch mit dem Staff geführt. Natürlich gibt es im Training auch taktische Inhalte, aber seine Philosophie ist es, viel miteinander zu sprechen, einander zu verstehen und Antworten zu finden. Max Backhaus nochmal für die Bild. Ja, noch eine Nachfrage. Welche Antworten haben dir deine Spieler denn gegeben? Yeah, it was a difficult clear answer to get because some things it was also for them difficult to explain how it come that they were not let's say full determination what was missing in that game against Kaiserslautern. So we can speak about a lot of things, but a one answer, one solution is not there, and that is sometimes the most difficult in football. Some things are really difficult to explain. Some things happen without a reason, but still we need to find solutions, and that's what we are doing together. Er sagt, es ist schwer, eine klare Antwort zu haben. Es ist schwer, diesen einen Ansatz zu haben, was gefehlt hat. Es gibt manchmal nicht diese eine Lösung oder den einen Ansatz. Sie müssen natürlich trotzdem schauen, dass Sie daran arbeiten und dass es Lösungen gibt, die Sie zusammenarbeiten. Andreas Ernst für die WAZ. Ein Spieler, der zweifelsohne eine sehr starke mentale Verfassung hat, meiner Meinung nach, ist Marius Müller, der Torwart. Wird er denn am Samstag für Ralf Herrmann zurückkehren? Wirst du einen Torwartwechsel vornehmen? I was expecting this question, but to be honest, I didn't prepare my answer, but I will tell you the same like always. If I do, I will speak first with my players, and then, of course, you will see it. But I am a coach who don't react emotional. I will not start being in panic because we lose two games. I will not let speak my emotion. I will look what I see, and I will follow my philosophy. I'm following already the old season. It don't mean that I will close my eyes if there are problems or things who are not so good. This I think we need to solve, to find solutions for this. But I will keep my philosophy. Ja, die Antwort kennt ihr ja bereits. Er wird erst mit dem Team sprechen und dann werdet ihr am Samstag sehen, ob es Positionen gibt, auf denen getauscht wird. Und generell sagt er, ich reagiere nicht aus der Emotion heraus und ich verfalle jetzt auch nicht in Panik, nur weil wir zwei Spiele verloren haben. Er verschließt sich aber auch nicht vor dem Problem und ist, wie gesagt, interessiert daran, die entsprechende Lösung auf dem Platz zu finden. Max Backhaus für die Bild. Karel, du hast gerade schon gesagt, dass du nicht zu emotional wirst. Das Spiel, was jetzt vor der Brust steht, ist trotzdem extrem wichtig, auch mit dem Hintergrund, jetzt die beiden Spiele verloren zu haben. Verspürst du trotzdem sowas wie großen Druck oder ist das bei dir, spielt das bei dir keine Rolle? I think the pressure is there. So I don't mean that I have emotions. I have them, really. But I will not decide only emotional, because when we are emotional, we sometimes make decisions who are not correct, in my opinion. So I will let speak my emotion, but I will never decide when I'm too emotional. And I expect the same for my players. I don't want them to be now in panic because we are 0 points out of six. Yes, we need to know where we are. We need to realize that this moment where we are now, it's not good. But we don't need to put everything now into question mark. All the work we are doing for months now, it's not finished because we lose two times. We need to still believe in what we are doing. And this belief we need to bring to the field. We cannot do again and repeat and repeat by losing games. That's something else. But we need to give the feeling, the work that we are doing for months, I'm speaking already months here, that we are working good, we are working strong. It has no sense if we don't bring it to the games, of course. And that's the most difficult. But my players, they need to believe that we are able to do this together. It's important. Ja,
So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier oben angefangen habe. Also er sagt, der Druck ist auf jeden Fall da. Er möchte nochmal klarstellen, er hat natürlich Emotionen, aber für ihn ist es wichtig, nicht aus denen heraus zu handeln, weil er sagt, man trifft da manchmal Entscheidungen, die nicht richtig sind. Und er möchte auch von seinen Spielern, dass sie nicht in Panik verfallen. Die Spieler sollen natürlich realisieren, das tun sie auch, wo wir uns befinden. Es ist aber wichtig, nicht alles in Frage zu stellen, was hier die letzten Wochen und Monate passiert ist. Sie machen eine gute Arbeit. Was wichtig ist, dass sie das, was sie auf dem Platz unter der Woche gut machen, auch in den Spielen zeigen. Und das bedeutet, dass sie jetzt weitermachen werden. Frank Leschinski fürs Medienhaus Bauer und die Recklinghäuser Zeitung. Trainer, wie weit ist jetzt Dominik Drexler? Der hatte ja einen Muskelfaserriss. Jetzt, er hat ja große Erfahrung, auch eine gewisse Spielintelligenz. Ist er auch ein Kandidat jetzt mal wieder, um zu spielen? Yes, he is like all my players, one of the available players for Saturday. So he is also one of the options, yes. Kurz und knapp, ja, auch Dominik Drexler ist eine der möglichen Optionen für Samstag. Andreas Ernst für die WAZ. Wenn du nicht aus der Emotion heraus handelst, es gibt auch die Möglichkeit, die Taktik umzuändern. Wieder von der 4-4-2 mit der Raute auf möglicherweise wieder auf ein 3-5-2, dein Lieblingssystem. Wenn du so viele Spieler hast, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Auch Soppi ist ja, glaube ich, eher ein Schienenspieler in dem System. Wie siehst du das? Bist du einer, der nach diesem 1-4 auch das ändert oder bleibst du bei dem System, dass du in der Vorbereitung viel hast trainieren lassen? I think I have now really more options with the comes now on the right side with Brandon. He can fulfill the right fullback, but they can also play as a wing back. So it is really important that you have somebody who also think forward. So I have now also the option to play again 3-5-2. For me, it's important to have that option. I don't tell you I will use that option direct, but in my mind, I have now the strength that I can change when I want. Maybe in the start of a game, maybe during the game, but for me, it's an interesting weapon, let's say, to use. Ja, er sagt, durch Brandon gibt es jetzt natürlich mehr Möglichkeiten, mehr Optionen. Er könnte jetzt auch zum 3-5-2 zurückkehren. Das heißt nicht, dass er das machen wird, aber grundsätzlich steht ihm diese Möglichkeit offen. Es kann sein, dass es zum Start eine Veränderung gibt. Dabei hat er auch schon mal im Spiel gewechselt. Also lassen wir uns auch da überraschen. Max Backhaus für die Bild. Herr Karel, ihr habt Soppi verpflichtet. Vorher waren viele, viele andere Spieler auch im Gespräch. Mit Kouao war auch schon einer vor Ort. Wie bewertest du diese komplizierte Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger? Yeah, it's not easy. Eh? You see that we find one, but it is on the last day of the transfer window. So it means that it was hard work for Mark and André. They both had a lot of work to find the right profile, to find an agreement with the player, to find an agreement with the club, with our club. We all know the situation. So it was a creative work, it was hard work, but at the end we find a good profile, and that's the most important. Er sagt, es war generell nicht einfach, haben jetzt aber jemanden gefunden, macht nochmal deutlich, dass es eine harte Arbeit war für Marc Wilmots und André Hechelmann, zum einen das Profil zu finden, dann Leute, die in dieses Profil passen und dann natürlich auch eine Einigung mit dem anderen Verein zu erzielen. Aber am Ende haben sie jetzt jemanden gefunden, er ist glücklich damit und das ist das, was zählt. Andreas Ernst für die WAZ. Also bis jetzt dauert ja noch ein bisschen das Transferfenster, ein paar Stunden. Hast du keinen neuen Innenverteidiger bekommen? Siehst du darin ein Problem? Und wie wirst du jetzt entscheiden, wenn Kaminski wieder zurückkehrt? Das heißt, dass er automatisch wieder in der Startelf stehen wird? Nothing will come for me automatically. Players need to, yeah, to have the position in the team, to deserve the position in the team. So yes, Marcin is one of my available defenders. I see Marcin as an important player in this moment in my squad. He has experience. He had good games, he had less good games. He has something from else. Like all my team, like all my players, they are not all on the same level for the whole season. Also Marcin. So I can tell you that I am happy with that Marcin is there, to be honest. I know he is criticized a lot. I hear he is criticized a lot, but he has my confidence. Ja, wichtig ist für ihn, jeder Spieler muss sich seinen Platz im Team verdienen. Marcin ist jetzt natürlich auch wieder, steht zur Verfügung. Er ist insgesamt ein wichtiger Spieler für ihn, verfügt über viel Erfahrung. Er sagt, er hat gute Spiele gemacht, natürlich auch weniger gute Spiele. Er weiß, dass Marcin zuletzt oft kritisiert wurde. Er ist aber glücklich, dass er da ist. Max Backhaus für die Bild.
Karel, du hattest zwei Wünsche für neue Spieler, einmal einen Kreativen für vorne und einen Rechtsverteidiger. Die wurden jetzt beide erfüllt. Heißt das, dass auch kein weiterer mehr kommen wird jetzt am heutigen Tag oder könnte doch noch was passieren? Ja, I speak from experience. When the transfer window is not closed, everything can happen. Outgoing, incoming, I know not only for Schalke, but for all the clubs in the world, it is always sometimes you have last minute opportunities or surprises. So let's do it tomorrow again, the press conference, but we are not there, but let's wait and see. I cannot tell you yes or no, because I don't know. Ja, er sagt, solange das Transferfenster noch nicht geschlossen ist, kann natürlich alles passieren, sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite. Das ist aber nicht nur bei Schalke so, sondern generell bei jedem Verein. Wir sollen uns alle überraschen lassen und könnten dann morgen mehr dazu sagen. Frank Leschinski fürs Medienhaus Bauer und die Recklinghäuser Zeitung. Was erwarten Sie für einen Gegner mit Eintracht Braunschweig? Die haben jetzt viermal in Folge gewonnen. Werden die eher defensiv auflaufen oder haben die so breite Brust, dass sie einen offensiven Gegner erwarten? Yeah, I think they find again the Dicklick. They have four wins now, so it's a team with confidence. They're coming from a lower position. They are making steps forward. So it's a team who has very good ideas. Also, when we analyze them, it's nice to see. So we can expect a team with confidence. And we know when you have confidence, it's always difficult to beat these opponents. But we are ready to play against them. That's for sure. We are not doubting. We are believing in ourselves, and we have also for ourselves, we have no choice. It's the most thing in football. It's not the last game of the season, but we need to put a little bit of pressure ourselves. I don't speak about media or fans. I speak for ourselves. We, the staff, the players, we need to put a little bit pressure of ourselves. We need to win this game. We all know it's not the last game of the season, but we need to have some intern pressure. It's good in moments like this. Ja, nachdem Braunschweig zuletzt vier Siege einfahren konnte, kommen sie natürlich mit Selbstvertrauen. Und er sagt, sie kommen aus dem Tabellenkeller, haben Schritte nach vorne gemacht. In der Analyse hat sich gezeigt, dass sie gute Ideen haben. Gegen ein Team, das mit viel Selbstvertrauen kommt, zu bestehen, ist immer sehr schwer. Aber wichtig ist, dass das Team bereit ist. Wir alle glauben daran. Es wird nicht das letzte Spiel der Saison sein. Aber natürlich ist es in solchen Situationen auch manchmal hilfreich, wenn wir uns selbst ein wenig Druck machen. Denn wir wissen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Andreas Ernst für die WAZ. Thomas Ovian hatte gegen Hamburg sehr gute Szenen in der Offensive, gerade bei Standardsituationen, hat aber jetzt in Kaiserslautern die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Warum war das so und wirst du ihn vor allen Dingen auch wegen dieser offensiven Stärke jetzt gegen Braunschweig, wird er da wieder mehr benötigt? Yeah, it was my choice, my philosophy. I think Derry Merken gave us a lot in the first part of the season. He was one of the most stable players for me since I came. So he was suspended with 5 yellow cards. So for me, it was a logical decision that Derby should take back his place in the team. It was not easy decision because I saw, like everybody, the game of Thomas against Hamburg with a lot of... it was a good game from him, really one of the best games since I'm here from Thomas. He was defensive strong, he was offensive strong. The set pieces were really good. So it was not an easy decision, but I followed my philosophy. It's important for me to have, and I can always stick to this. So I know it was hard for Thomas to see this, but it is my decision. Ja, er sagt, es war seine Entscheidung. Derry hat dem Team vor allem in der ersten Phase der Saison viel gegeben. Es war für ihn eine logische Entscheidung, wenn natürlich auch keine einfache. Und Thomas hat gegen Hamburg ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht, war defensiv gut, offensiv. Natürlich war es hart für Thomas, aber am Ende des Tages muss eine Entscheidung getroffen werden. Andreas Ernst nochmal für die WAZ. Anfang der Woche haben die drei U23-Spieler immer noch bei euch trainiert. Heißt das jetzt durch die beiden Neuen, dass sie wieder zur U23 gehen, also Caparros, van der Sloot und Castelle? Oder bleiben sie immer noch weiter bei den Profis und haben die gleichen Einsatzchancen? Weil schlechter als die in Kaiserslautern hätten die es jetzt auch nicht gemacht. Yeah, I need to see this. Let's wait first. The end of the transfer window today, I think, 6 o'clock. It will finish. So let's wait first. What is happening? And then, like I said, I am full focus now on the game of Saturday. I'm not so much focused on transfers, yes or no. It's not my priority now. We have Mark and André who are doing this, so I will focus now on Braunschweig, and after the Braunschweig game, I will have a look to my squad.
Ja, sein Fokus liegt auf dem Spiel am Samstag und danach wird er entscheiden, wie das Team aussieht und was das auch für die drei aus der U23 bedeutet. Gibt es weitere Fragen eurerseits rund um die Partie? Alle tippen fleißig, aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen euch allen einen schönen Nachmittag und freuen uns auf das Spiel am Samstag. Dankeschön. Danke.